Ja, Leute. Das wird anscheinend die finale Schlacht. Das letzte Kapitel sozusagen. Unser Feind. Der ist dort unten. Und ja, ihr seht ja, das Vieh ist etwas groß. Puh. Alles klar, Joscha. Ich hoffe, das packen wir. So, Freunde. Dann wollen wir mal. Der Kampf beginnt. Jetzt! So! Volle Energie! Und los geht's! Dann wollen wir mal. Ach, Mitra. Das werden wir. Das verspreche ich. So, alles klar. Da kommen erstmal wieder die kleinen Viecher. So. Ja, gut. Einfach mal in der Mitte durchgezwiebelt. Headshot! Pam! Sehr gut. Da kommen wieder diese kleinen... Da kommen wieder diese fliegenden Viecher. So. Alles klar. Jetzt müssen wir uns erstmal zu Vlitra vorkämpfen. Und ich schätze mal, das wird leichter als gesagt. So. Komm, hier die da hinten, die dürfen auch an nichts fehlen. Die machen wir auch noch kaputt. So. Schön alles kaputt machen. Je weniger hier rumfliegt an Gesocks, desto besser ist es. Ah, das Teil hier hält schon ein bisschen mehr aus. So, jetzt komm. So. Geh kaputt, verdammt. Naja, gut. Okay. Volle Energie. Sieht aus, erinnert mich wieder schon ein bisschen wieder an Dragon Ball. Alles klar. So, einmal quer durch das dicke Ding durchgezwiebelt. Und weiter geht's. Pam! Sehr geil, sehr geil. Gut, aber das war ja im Gegensatz zu den Viechern hier ja noch gar nichts. Ach du Scheiße! Uah. Wow, okay, okay, okay. Wow, schön ausweichen. Sonst wären wir noch gegrillt. Das wäre ein bisschen uncool. Alter. Das erinnert mich noch ein bisschen an die erste Episode, falls sich da jemand noch erinnern kann. Da haben wir ja schon mal gegen eins von den Viechern gekämpft. Und jetzt haben wir da eine ganze... Ich weiß gar nicht, 8 Stück oder sowas vor uns. Wow. Alter! Hier, reiß dich! Alter, verdammt! So, komm, wir dürfen aber nicht aufgeben! Uah, Hilfe! Ah, verdammt, ey! Der zwiebelt ganz schön gut rein! Aber ich zwiebel noch viel mehr rein! Jawohl! Ha, alles klar, einer ist platt. Joscha haut auch noch mal rein. Okay, auf den Körper zielen? Alles klar. Die Frage ist, wo ist die Mitte?
Puh. Ein Danke wäre mal wieder angebracht. Aber so ist ja unser guter Asura, ne? Okay. Was, wie, was, wo? Ja! Und noch zum Scherzen aufgelegt. Ach ja, die beiden. So! Haha! Schön gekontert und weiter geht's. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Mitte finden. Wow, wow, das sieht nicht gut aus! Okay, was haben die denn? Wow! Ja! Huh! Meine Fresse, aber muss echt sagen, die sind echt ein super Team. Die hauen ja alles um. Okay, das scheint die Mitte zu sein. Ja, sieht nach Mitte aus. Na denn mal los. Okay. Kommt mir das nur so vor, oder sieht das aus nach einem sehr wütenden Gesicht? Ja, die Dorfbewohner denken auch gerade, was geht denn jetzt ab? Scheiße! Wow, 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 wow! Joscha! Fuck! Alter, der hat uns einfach mal voll weggezwiebelt. Scheiße. Giving up. Are you? Don't make me laugh. Immer noch zum Scherzen die beiden. You never change. That is why I cannot give up either. I will not fall behind you. Keep up. Alles klar. Unser Kampfgeist ist noch nicht gebrochen. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Okay. Das ist doch Asuras Frau, beziehungsweise ihre Mutter. Alles klar, anscheinend heilt sie uns mal wieder. Was auch besser so ist, denn der Kampf ist noch nicht vorbei. What? Was? Wie? Wo? Mantra Asura. Okay. Alter. Boah, schaut euch an. Wir zwiebeln die einfach weg. Alter. Mitra hat uns ihre Kraft gegeben. Und wie man sieht, haut das auch ziemlich rein. Wow. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Alter. Super krass.
Okay, okay, okay. Wow, 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 wow. Kollege! Verdammt! Sollen wir aber mal ein bisschen aufpassen, damit wir hier nicht getroffen werden. Okay, schön hier unten bleiben. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Wow, 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 wow. So. Wow, 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 wow. Wut aktivieren. So wie Vitra. Das ist dein Ende. Fuck. Nein. Ach du Scheiße. Aber es sieht schon geil aus. Das muss ich schon zugeben. Mitra. Ja. Ich werde nicht aufgeben. Volle Kraft voraus. Okay. Jetzt sind wir im Planeten? Okay. Cool. Dort scheint der Kern zu sein. So. Los, Joscha. Ja. Okay. Alter! Das ist schon echt cool, das müsst ihr echt zugeben. Boah! Asura und Joscha gegen Vitra! Und Teamwork! In der allerschwersten Not. Huh! Leute, wir sind im Erdkern! So, und jetzt? Ist das unser Feind? Diese komische Magma-Kugel da hinten? Was zum... Was wäre? Sag jetzt nicht, das ist Vlitra. Okay. Das frage ich mich auch. Oh, sieht das Teil hässlich aus. Vlitra-Kern. Anscheinend sind wir im Zentrum von Vlitra. Alter. Okay. Aber merkt ihr was? Das Ding sieht genauso aus wie Asura, als er in seinem Wutmodus da war. Zufall? Aber bekämpfen wir das Ding erstmal und sehen dann weiter. Puh. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Geil. Ich hoffe doch mal nicht. Aber ich denke mal, das Ding wird ganz schön schwer. Let's finish this.
So, Leute. Und dies wird wahrscheinlich... Wow! Der letzte Kampf sein! So! Ja! Aber wir haben ja neue Macht, neue Kraft durch Mitra erreicht. Ja. So, Schnauze halten. So. So, immer schön rauf. Ja. Was zum... Wow! Alter! So! Pam! Sehr schön! Ja! Wow! Wow! Alter, Joscha, alles klar bei dir! Wow! Alter, du hast doch einen am Rappel! Wow! Bitteschön, du Drecksack. Alles klar, den Unbesiegbarkeitsmodus, den heben wir uns mal auf. Wenn wir näher dran sind, damit wir schon reinzwiebeln können. Ah. So. Und jetzt schön raufzwiebeln. So. Los, immer weiter. Ja. So, Angriff ist die beste Verteidigung. So, schön in die Fresse und weiter geht's. Joscha. Was? Wie? Wow. Nicht mit mir, Kollege. Pam. Puh, der Kampf läuft besser als gedacht. Aber wer weiß, was da noch kommt. Oh. So. Schön ausgewichen und weiter raufzwiebeln. Wow. Verdammt. Ich hätte liegen bleiben sollen. Das wäre wohl besser gewesen. So, du Riesenbaby. So. Pam. So. Was zum? Wow. So. Das ist dein Ende. Was? Willst du mich verarschen? Ja, hat ja super funktioniert. Na gut, da waren wir wohl ein bisschen zu weit weg. Alter! Willst du mich verarschen? Schnauze, du Riesenbaby! So! Wow! Ja! Los! So! Huh! Alles klar, aber ich schätze mal, das war's noch nicht. Ja! Ja! Ja, verdammt! Wow. Ja. Ja. So. Oh.
Oh Mann, Leute. Haben wir es wirklich geschafft? Ich glaube... Ach du Scheiße, ey. Wir sind ja immer noch da drin, ne? Oh Mann. Aber ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben Vlitra bezwungen. Okay, wir sehen aber nicht mehr so gut aus. Aber... Puh, wir leben noch. Is it over? Is it really all over? I don't know. Well, is your wrath gone? I said I don't know. I see. Let us go. Mithra is waiting. Oh ja, das tut sie. Present by Capcom! Oh Mann, ich glaube, wir haben es geschafft! Mithra! Ach ja. Wie schön. Ein Happy End. Wir haben die Götter bezwungen. Wie Vlitra. Ebenfalls von der Erde getilgt. Und wir haben es geschafft. Wir haben Mithra befreit. Und alle sind glücklich. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Asuras Wrath fertig gemacht. Puh. Mann, und ich muss echt sagen, es ist echt ein richtig, richtig geiles Spiel. Also ihr habt es ja so nebenbei gemerkt, dass ich ziemlich mitgefiebert habe. Und es ist wirklich so, also es, wenn man es selber spielt, ist es so geil. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, einfach nur geil. Also ich kann wirklich gut sagen, dass es eines der geilsten Spiele ist, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Boah. Ja, was soll man einfach dazu sagen? Jedes Kapitel war geil. Von Anfang bis Ende war es richtig episch. Also es war immer so Momente, so Storytelling weiter. Dann mal wieder so ein epischer Kampf, dann wieder ein bisschen Story und wieder epischer Kampf. Das ist richtig, richtig geil. Also ich kann jedem empfehlen, dieses Spiel sich nochmal zu holen. Auch wenn ihr es vielleicht schon durchgesehen habt. Vielleicht, wenn es mal ein bisschen günstiger ist, solltet ihr euch mal überlegen. Aber ich für meinen Teil finde es richtig geil und ich werde es irgendwann nochmal spielen und nochmal und nochmal. Es ist wirklich wie ein richtig guter Anime aufgebaut, richtig von vorne bis hinten. Und das kann man, so wie ein Anime nochmal einfach mal gucken kann, so kann man auch das Spiel nochmal spielen. Und ja, ich fand auch so diese ganze Aufmachung fand ich richtig gut. Wie gesagt, es ist ja so aufgebaut wie so ein Anime und das hat man ja auch gemerkt. Es ist alles so in Episoden unterteilt, denn hinten am Ende war ja dieser Vorspann für die nächste Folge und so weiter. Ich fand es richtig, ist mal was anderes. Also kennt man ja so nicht. Also es gibt sehr, sehr wenig Spiele, die diesen Look, dieses Spielgefühl machen. Und wenn man vom Look spricht, auch so dieser Grafikstil, dieses leicht comichafte, aber trotzdem mit so einer etwas rauen Note, fand ich schon geil. Also... richtig, richtig Hammer. Aber, falls es einem noch nicht aufgefallen ist, der ein oder andere wird es ja gemerkt haben, wir haben Olga noch nicht besiegt. Ja, Olga läuft noch draußen frei herum. Und dazu kann man dann sagen, ich habe gehört, es gibt Gerüchte,
dass Capcom an ein DLC arbeitet, womit 4 weitere Kapitel noch dazukommen. Womöglich wird Olga drin vorkommen, man weiß es nicht. Also wenn der DLC raus ist, dann werde ich natürlich auch ein LP davon machen, ne, die Story weiterführen, die restlichen 4 Kapitel natürlich auch zeigen. Bin selber gespannt, wie es da weitergeht und was man da noch zeigen kann. Ja. Puh. Man muss echt mal sagen, auch der Soundtrack, den haben die echt richtig, richtig gut gemacht. So manche Tracks waren richtig geil und so richtig emotional, wo man richtig schön Gänsehaut gekriegt hat. Line. Okay. Gut, anscheinend sind die Credits gleich vorbei. Mal gucken, ob wir auch dafür eine Endbewertung kriegen, ne? Schön S-Rang wäre geil für das letzte Kapitel, das wäre richtig nice. Ja, Olga. Das... Oder halt hier diese goldene Spinne. Was hat es mit der auf sich? Die kam mir am Ende so ein bisschen merkwürdig vor. Als würde die noch irgend so einen Plan verfolgen. Vielleicht werden wir das auch im DLC erfahren. Oh ja. Diese coolen Western-Musik. Die bei Joscha immer ablief. Die ist richtig geil. Aber langsam weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich kann ja mal so sagen, was das nächste LP wird. Keine Ahnung. Ich habe da so ein, zwei Sachen geplant. Die werden wahrscheinlich nicht genau nach dieser Folge anfangen. Aber mal schauen. Da werde ich nichts weiter verraten. Ein paar haben ja schon mal so nachgefragt, ob ich ein gewisses Spiel LPen werde. Für die mich gefragt haben, ja, ich werde es LPen, aber ich werde nicht verraten euch jetzt, welches das ist. Ne? Das müsst ihr selbst herausfinden. Aber es sollte noch diesen Monat kommen. Also im März jedenfalls. Oh, die Mucke ist echt geil. Die muss ich mir irgendwo runterladen. Aber pst, ne? Leise. Nicht weiter verraten. Ja. Da, 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 da. Langsam weiß ich aber wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Dabei will ich doch nur die Endbewertung sehen. Mann! Gut, am besten, ich halte jetzt mal kurz die Klappe und melde mich dann nochmal am Ende. La, 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 la. Da 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 da. So Leute, ich glaube, die Credits sind gleich vorbei. Wird ja auch langsamer Zeit. Nein, doch, Director Seiji Shimoda oder irgendwie so. Wie auch immer. Production by Capcom und CyberConnect 2. Oh ja, die wissen, wie man actionreiche Kampfspiele macht. Das muss man schon zugeben. Present by Capcom. Alles klar, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und wollt auch die Endbewertung sehen. Vielleicht kommt ja noch was, man weiß es ja nicht. Teil 3, Komma, beendet. Alles klar, Episode 18. Der Brennpunkt erledigt und... Leute, es... Geil! Letzte Mission S-Rang erreicht. Richtig, richtig geil. Huh, meine Fresse. Jedenfalls, jetzt ist das LP endlich zu Ende.
Ey, speicher nochmal, vielleicht kommt ja noch was, ne? Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, falls nichts kommt, ich verabschiede mich jetzt. Es war ein richtig geiles LP. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dabei bei neuen LP und bei allen anderen Projekten, die ich noch in Zukunft so mache. Und bis dahin sage ich Tschüssikowski, ich melde mich ab. Bis dahin, tschüss.